Die Neverending Story zum Thema Eiweiß, Protein im Hundefutter. Viele fragen mich immer, was muss denn jetzt sein? Brauche ich ein Hundefutter mit sehr viel Rohprotein oder brauche ich eher ein Hundefutter womit weniger Protein? Die Frage ist einfach relativ einfach zu erklären. Und zwar ist es wichtig, es kommt auf den PEQ-Wert an. Das ist der Protein-Energie-Quotient. Das heißt, woher zieht der Hund seine Energie? Jeder Hund braucht eine gewisse Grundumsatz an Energie. Energie ziehen wir aus Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten. Wenn wir jetzt den Hund mit sehr viel tierischem Protein, also sehr viel Eiweiß füttern, dann muss er die Energie aus diesem Eiweiß ziehen und da entsteht im Körper Ammoniak und das geht wiederum wird Harnstoff. Und Harnstoff ist einfach auf Dauer schädlich für Nieren und Leber, weil die natürlich da sehr viel Arbeit reinstecken müssen, um das zu verstoffwechseln. Daher ist es einfach wichtig, dass Kohlenhydrate und Fett ausreichend mitgefüttert wird. Vor allem Fett ist sehr, sehr wichtig in der Hundeernährung. Fett ist einfach ein gesunder Energielieferant. Sprich, wenn man jetzt Eiweiß hat, ich muss und Fett zufüttere, deshalb sagt man beim Barfen oder beim Selbstration gestalten immer, schaut, dass ihr ca. 20 bis 25% Fett im Muskelfleisch habt, dann kann der Hund auch die Energie aus dem Fett gewinnen. Oder man füttert dann einfach Fett hinzu. Und somit kann ich den PEQ-Wert niedrig halten. Sprich, dann ist es auch wiederum egal, wie viel Protein ich eigentlich fütter. Weil, wenn das Fett wiederum stimmt, kann er die Energie trotzdem aus dem Fett holen und muss sie nicht aus dem Eiweiß holen. Aber man sollte natürlich auch die Ressourcen im Blick behalten und sich überlegen, ob es sein muss, dass man so viel tierisches Fleisch füttert. Oder ob ich einfach sage, okay, ich gestalte die Ration einfach wirklich ausgewogen aus Kohlenhydraten, Fetten und Fleisch.